So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen in den Einzelspielermodus, damit in das neue Szenario, das Bündnis. Und es ist schwieriger. Wir haben hier 4 Sterne, denen wir uns jetzt stellen müssen. Es wird nicht leicht. Ein Bündnis mit dem gelben Konkurrenten kommt euch gerade sehr gelegen. Nach Auseinandersetzungen werden ihm Handelsabkommen verweigert und seine Schiffbauer verlassen bereits die Insel. Nun ist es an euch, den Bündnispartner zu unterstützen. Verhelft ihm zu einer Stadt mit 1000 Einwohnern. Sorgt auch für eine eigene Stadt mit mindestens 1000 Einwohnern, von denen 250 den Stand der Kaufleute erreichen. Wir versuchen unser Bestes dafür. Wählt eure Fahne. Nehmen wir wieder unsere weiße Fahne, segeln mit dem. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus, euer Volk braucht eine Schule. Schon mal dahin und mit dem hierhin. Und gucken mal, wo die beiden hinfahren. Oh, da sind sie schon. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Den nehme ich auf jeden Fall an. Er hat noch keine Kanonen, oder? Das ist praktisch. Jetzt können wir ihn noch angreifen, noch attackieren. Komm schon, mach ihn fertig. Unser zweites Schiff braucht eine Weile, bis es da ist. Okay, der Blaue wird jetzt dort seine Insel machen. Währenddessen können wir den Roten schon mal versenken mit unseren beiden Schiffen. Ich baue mal eine Werft, damit wir uns gleich reparieren können. Eine Werft. Alles andere machen wir später, keine Sorge. Eine neue Siedlung wurde gegründet. Sehr schön. Dann hat der Rote schon mal keine Chance, sich dort niederzulassen. Und unser zweites Schiff wird ihn vernichten. Unser erstes Schiff fährt schon mal schnell zurück. Hierhin. Man bietet euch einen Handelsvertrag an. Den werde ich nicht annehmen, mein Freund. Und den Roten. Ein Spieler wurde besiegt. Haben wir versenkt. Sehr schön. Du wirst dich ganz schnell mal reparieren. Und nebenbei laden wir schon mal ein bisschen was in das Schiff ein. Ja, es muss erst mal reichen. Wir brauchen noch mehr Werkzeug. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Hier haben wir noch 5 Tonnen. Das ist viel zu wenig. Wie soll ich das denn alles realisieren, bitte? Ja, wir kriegen das schon hin. Nichts weitergeben an unsere Leute. Und einkaufen. Einkaufen, Werkzeug. Du bist wieder halbwegs fit, du fährst jetzt runter. Das muss reichen. So, und dann werden wir ihn hier wegschießen, wegbombardieren. Bevor er sich weiter ausweiten kann. Wenn der erstmal klein bleibt, dann wird er nichts mehr machen können. Auf ihn! Okay, sehr schön. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Und wenn schon, er kann sich jetzt nicht mehr versorgen. Und wir haben noch beide Schiffe. Wunderbar. Einmal bitte angucken. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Fahr mal kurz hier hin. Können kein Konto errichten, das ist ja doof. Ach, wo geht das denn? Bestimmt auf der anderen Seite der Insel. Du wirst schon mal nach Hause fahren, wirst dich reparieren, wirst neue Werkzeuge holen, von denen wir schon einige gekauft haben. Sehr schön. Und wir werden hier versuchen, einen Konto zu errichten. Wenn wir den hier hinbauen, könnten wir da einen Markt hinstellen. Aber ich glaube, hier ist sogar noch besser als hier. Denn da der Markt? Es wird knapp. Komm mal rum. Wir müssen ihm auf jeden Fall den Rest der Insel abschneiden. Dann kann er sich nicht weiter ausweiten. Du, Kontor. Jo, hierhin. Einmal einladen. Das ganze Zeug rein. 4 Tonnen Werkzeug. Reicht das für einen Markt? Ja, reicht es. Aber der Markt reicht nicht so weit.
Hier muss auch noch einer hin. Dafür brauchen wir Werkzeug. Ah. Komm, beeil dich. Wenn das erstmal steht, dann haben wir Ruhe. Auch keine Werkzeuge mehr einkaufen. Reparier dich mal. Puh, und dann haben wir den ersten Teil schon mal geschafft. Das ist sehr gut. So, du fährst dahin oder du bombardierst jetzt einfach mal den Kontorarbeiter. Schiffsreparatur beendet. Gut, das Schiff ist wieder flott. Dann brauchen wir jetzt Werkzeuge, 10 Stück erstmal, das müsste reichen. Halt, Holz brauchen wir auch noch. 20. So, dann müssten wir eigentlich das hier auch bombardieren, aber ich glaube doch, da kommen wir ran. Ja, wunderbar. Okay. Einmal bitte handeln. Rübergeben. Markt bauen. So, jetzt haben wir ihn eingekerkert. Bis hierhin geht unser Gebiet. Er hat nichts mehr vom Leben. Der wird sich nicht weiter ausweiten können und wir werden gewinnen, denn er kriegt auch keine Möglichkeit, sich so weit auszubreiten, dass er eine Werft bauen kann. Du wirst dich jetzt reparieren. Und du wirst ihn so lange beschießen, bis er selbst aufgibt. Nein, keine Ahnung, was ich mit dir mache. Wir gucken erstmal, dass wir jetzt selber vorankommen. Wir brauchen Geld. Jede Menge Geld. Wir haben im Moment ziemliche Defizite. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ein Wirtshaus. Dringendst ein Wirtshaus. Und wir brauchen hier eine Feuerwehr, sehe ich gerade. Wir haben nicht mal eine Feuerwehr. Das ist aber schlecht. Unsere Leute könnten ganz leicht abbrennen. Und ich traue ihnen zu, dass sie das hinkriegen. Das Wirtshaus reicht nicht weit genug. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Ja, siehste, beinahe wäre es soweit gewesen. Müssen wir nachher 2 Wirtshäuser bauen, jetzt geht's nicht anders. Obwohl die hier oben haben wir... denn auch keins. Wir haben zu viel Platz. Was mache ich denn jetzt? Baue ich hier ein Wirtshaus hin? Muss erstmal. Muss. Wat mut dat mut. Ach Mensch, und wir können ja unser Geld hochschrauben. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Na, dann entwickeln sich gleich unsere Leute zu Bürgern, wenn sie eine Schule bekommen. Und alles ist gut. Eine zweite Taverne bauen wir denn hier unten hin. Warum stehen hier Rinderfarmen? Das ist total blöd gemacht. Wir haben jetzt Pech gehabt, so. Eine Schule. So. So, und die kümmern sich jetzt alle um unsere Bilanzen. Das ist wunderbar. Ich liebe euch dafür. Und hier geht gar nichts. Tja, ob er jetzt noch 2 Märkte baut oder Pfeffi macht eine Wurst. Das war's für ihn. Oh, und Markt ist teuer. So viele Ressourcen wird er nicht mehr kriegen. Dich schon reparieren lassen? Nee, noch nicht. Gott, nee. Entschuldigung. So. Du beschießt den immer noch? Das dauert aber ganz schön lang, mein Freund. Schiffsreparatur beendet. Na, Glückwunsch. Es fehlt an Nahrung. Oh oh.
Wahrscheinlich wieder in unserer Hauptsiedlung, so wie immer. Ja, definitiv. Gut, dann müssen wir halt für Nahrung sorgen. 1, 2, 2, 2. 3 geht nicht mehr. So, das reicht. 2 Stück fürs erste und später kommen noch ein dritter, ein vierter dazu. Oh, da brauchen wir jede Menge, das kennen wir ja nur schon, das Prozedere. So, mach weiter alles kaputt. Es fehlt an Nahrung. Ja, doch nicht mehr lange. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Ach, das auch noch. Er ist doch fast fertig gewesen, Mensch. Schiffsreparatur beendet. Genau. So, du wirst dann gucken, dass du Alkohol rüberbringst. Warum entwickeln die sich nicht? Doch nicht wegen den Gewürzen. Irgendwas fehlt doch wieder. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ach, keine Werkzeuge. Okay, wenn das so ist, Einkauf von Werkzeugen erlauben wir wieder. Oh, die Nahrung. Ja, da heulen sie wieder rum. So, jetzt haben wir zwar eine etwas miesere Bilanz, aber das geht schon. Hier ist noch alles in Ordnung, naja. Ihr seid noch völlig zufrieden. Ihr kriegt mal Alkohol, damit ich euch ein bisschen mehr Steuern abluchsen kann. Alkohol, Alkohol, da. Alkohol, der tut so wohl. Und dann können wir eigentlich diese Insel als Produktionsinsel nehmen. Ja, es ist ganz praktisch. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Oh, die gehören uns. Juhu. Ohne dass wir es wollten. Sehr geil. Schlachter, einfach mal einen Weg zu machen und dann geht das. Eure Nahrungsmittel gehen zur Neige. Das wird noch eine ganze Weile so gehen. Wie sieht's eigentlich hier aus mit Nahrungsmitteln? Relativ gut. Wenn der erstmal hier ist, kann er ja gleich welche mitnehmen. So, erstmal den Alkohol hoch. Nahrungsmittel wieder mit runter. Einmal rüberbringen. Du beschießt weiter den Markt, sehr schön. Na, haben wir es bald? Sehr schön. Und hier warten wir jetzt, bis der Markt sich auflöst. Das wird er hoffentlich. Gut, ihr habt wieder Essen, alles ist fein, alles ist wunderbar. So soll das sein. Wir haben kein Geld mehr. Ah, wie sollte es auch anders sein? Ja, dann ist das halt so. Gar nicht schlimm. Die können sich jetzt entwickeln, wenn sie lustig sind. Und wir können uns an weitere Alkoholproduktion wagen, sobald wir wieder jede Menge Möglichkeiten haben. Das heißt ein bisschen mehr Geld. Einkauf, Ende. Bewohner müssen sich erst einmal entwickeln. Wir brauchen viel mehr Bürger, die uns Geld geben. Und sobald wir ein paar Bürger haben, und ich hoffe, dass wir dann nicht mit unseren Ressourcen hier Probleme bekommen, denn bei Alkohol sieht schon wieder so aus. Und wir kennen unser Pech. Euer Volk braucht einen Arzt. Ja, später. Was ist hier? Hier können wir auch Gewürze anpflanzen. Das ist gut. Und hier möchte ich gerne auch eine Insel haben. Mach doch mal den Markt kaputt. Wir brauchen nämlich mehr Alkohol. Jetzt werde ich erstmal noch die Alkoholproduktion hier rüberlaufen lassen, über diese Insel. Und ich glaube, ich mache hier noch so 1, 2, 3, 4, 5 Plantagen hin. Kann hier auch noch eine hin? Ja.
muss ich bloß die Wege ein bisschen anders gestalten. Das ist nicht das, die Schwierigkeit, das geht. So. Dann kommen die Wege wieder weg. Wunderbar. So, haben die Schafe auch wieder mehr Platz. Stoffe müssen wir definitiv mit importieren, das geht gar nicht anders. So, Alkohol war hier 100%, genau. Weintrauben 100%. Und ich muss meinen Leuten die Materialien jetzt leider versagen, anders geht es nicht. Wir brauchen Geld. Und wir brauchen die Materialien dazu. Mehr Alkohol für uns. So und so. Und ein Weg raus, damit das Ganze funktioniert. Dann haben wir schon mal 4. Das reicht auf jeden Fall für diese Leute. Ach, Alkohol. Alkohol sieht gut aus. Wir nehmen wieder was mit. Ja, stimmt. Ich hatte ja was mitgenommen. Deswegen war das so wenig. Aber trotzdem, so haben wir schon mal vorgesorgt. Und demnächst wird, wie gesagt, hier eine große Gewürzproduktion starten. Und wenn die alle erstmal Bürger sind, mein Gott, dann haben wir gar keine Probleme mehr. Aber lasst es erstmal so weit kommen, das dauert noch eine Weile. So, Alkohol wieder rein. 5 Tonnen Nahrung haben sie nur. Nicht schlimm, wir machen ja demnächst wieder mehr. Wollen wir den hier hinbauen und dann da noch einen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier so viel hinbauen möchte. Sollten wir eigentlich für andere Dinge lassen, falls irgendwie Stoffe alle werden oder so. Denn die sind doch wichtiger, dass wir die dort produzieren. Dann machen wir hier Alkohol.